Sehr geehrte Damen und Herren, liebe virtuelle Besucher, ich freue mich, Sie hier heute zu begrüßen zur Führung durch unsere Ausstellung Ernst Barlach zum 150. Geburtstag. Was wird bis übermorgen bleiben? Das ist die Frage, die wir uns grundsätzlich gestellt haben. Wer kennt Ernst Barlach noch? Wie bekannt ist er? Und was macht seine Kunst aus? All das gilt es zu hinterfragen, galt es für uns in dieser Ausstellung. Und das möchte ich Ihnen jetzt in der nächsten halben Stunde gerne zeigen. Hier befinden wir uns im Eingangsbereich der Ausstellung. Die Ausstellung ist überwiegend chronologisch gegliedert. Das heißt, wir haben einen Parcours durch das Leben Ernst Barlachs und sein Werk von der frühen Zeit, seinen Anfängen bis zur späten Zeit. Wir haben eine thematische Ordnung an zwei bestimmten Punkten und betrachten ganz zum Schluss die Rezeption Ernst Barlachs, seines Werkes in beiden deutschen Staaten nach 1945. Hier vorne beschäftigen wir uns mit der frühen Zeit Ernst Barlachs, seiner Ausbildung nach seinem Schulabschluss von 1888 bis 1891 in Hamburg an der Gewerbeschule, wo er eine Ausbildung zum Zeichenlehrer absolvierte. Er war etwas gelangweilt von der Ausbildungssituation, besuchte dann eine Bildhauerklasse von seinem Lehrer Herrn Thiele, der auch selbst in Dresden studiert hatte, an der Kunstakademie, und sagte in seiner Autobiografie, die 1928 erschien: Als ich das erste Mal Ton in die Hand bekam, ging ich los wie ein Gaul. Das ist Barlachs Bestimmung, auch wenn er schon sehr frühzeitig im Alter von 19 Jahren feststellte: Wenn mir die Plastik nicht genügt, dann zeichne ich. Wenn mir das nicht genügt, dann schreibe ich. Das Leben ist so unendlich reich. Also sehr früh ist er bemüht, viele Möglichkeiten zum Ausdruck seiner künstlerischen Bestrebung zu finden. Wir haben hier vorne ganz frühe Zeichnungen versammelt, die zum Teil noch etwas ungelenk wirken. Man sieht den Künstler, den jungen Künstler im Werden, der beispielsweise eine Zeit an der Nordsee verbrachte, wo diese Landschaftszeichnung entstand, oder auch diese Kapelle, die er dort an der Straße vor Dassow zeichnete, und viele andere frühe Zeichnungen, die eben in diese Hamburger Phase gehörten. Wer sich jetzt fragt, warum ausgerechnet ein Gipsabguss von Michelangelos Brutus hier am Eingang der Ausstellung steht, es ist so, dass die Künstler der Renaissance, die Kunst der Renaissance ebenso wie der Romantik zur Ausbildung in der Schule, in der Gewerbeschule in Hamburg diente. Und Barlach zeichnete auch diese Ausbildungssituation im Atelier, und auf dieser frühen Zeichnung ist auch ein Abguss des Brutus von Michelangelo zu sehen. Nachdem Barlach seine Ausbildung absolviert hatte, entschloss er sich, eine akademische Ausbildung folgen zu lassen und ging nach Dresden an die Kunstakademie. Er traf 1891 in Dresden ein und blieb bis 1895. Zunächst hatte er vor, bei Ernst Julius Haenel zu studieren, bei dem auch sein Hamburger Lehrer Thiele bereits studiert hatte. Haenel starb 1890 und dessen Nachfolger wurde Robert Dietz. Robert Dietz ist vielen natürlich bekannt durch die Werke, die er in Dresden im öffentlichen Raum hinterlassen hat. Sei es die Brunnen auf dem Albertplatz, der Gänsediebbrunnen beispielsweise, um einige zu nennen. Barlach war skeptisch, vermutete, dass die Genre-Bildhauerei Einzug halten würde an die Ausbildung in der Akademie. Und auch hier zeichnete er viel. Er modellierte mit vielen seiner Kommilitonen im Atelier zusammen. Es entstanden frühe Zeichnungen ganz vielfältiger Natur, die unterschiedliche Szenen wiedergeben. Und er modellierte. Es wird immer wieder gefragt, was für einen Einfluss diese Ausbildung auf Ernst Barlach hatte. Und man muss sagen, dass er natürlich sein Handwerkszeug lernte. Er zeichnete, er lernte wirklich die Bildhauerei im akademischen Sinne, wie es Ende des 19. Jahrhunderts üblich war. Die Bildhauer haben modelliert. Von diesen Tonmodellen wurden Gipsabgüsse angefertigt, die dann später zur Ausführung in Stein oder Bronze vorgesehen waren, die dann meistens natürlich in der Bronzegießerei ausgeführt wurden oder von Steinbildhauern. Barlach hat zu der Zeit nie ein Werk in Stein oder auch Zeit seines Lebens keine Steinskulptur geschaffen, und auch zu dem Bronzeguss kam er auch relativ spät in seinem Leben.
Was wir hier vorne versammelt haben, sind eben die ganz frühen Arbeiten Barlachs, dieses Porträt von Josephine Löser beispielsweise, eine junge Frau, die im Atelier Modell saß. 1895 schloss Barlach seine Ausbildung ab mit diesem Werk, Die Krautpflückerin. Er zeigt eine junge Frau, die er bei einem Aufenthalt bei seiner Mutter im thüringischen Friedrichroda 1894 gesehen hatte, eine junge Frau bei der Feldarbeit. Und dieses Thema greift er auf, er bringt also das Thema der Arbeit, der einfachen Bevölkerung in diese akademische Abschlussarbeit. Er war stolz auf seine Leistung, muss man sagen. Er sagte, ich habe sie in drei großen Flächen angelegt, das Thema ist ungewöhnlich und auch ihre Körperhaltung natürlich, diese sich bückende Haltung in der Bewegung. Barlach genoss die Zeit in Dresden, er ging ins Theater, besuchte Vorlesungen des Archäologen Georg Treu, des damaligen Direktors der Skulpturensammlung zur Archäologie beispielsweise, aber er war auch ein bisschen gelangweilt von dem akademischen Betrieb, das permanente Zeichnen nach Abgüssen. Und nach seinem Abschluss 1895 suchte er neue Einflüsse in einer Reise nach Paris und einem Studienaufenthalt in Paris, der folgen sollte. Barlach hielt sich mehrfach in Paris auf. Wie gesagt, er interessierte sich für den Impressionismus, den Postimpressionismus, den Symbolismus. Er nahm die Werke wahr von den zeitgenössischen Künstlern zu der Zeit, sei es Alfons Mucha mit seiner Plakatkunst, Théophile Alexandre Steinlen beispielsweise, der illustrierte und viel zeichnete. Und Barlach sagte, nun lebe ich hier als Bohemian. Er genoss die Zeit in Paris, er genoss das Nachtleben, das weiß man aus seinen Briefen vor allen Dingen. Auch das ist ein wichtiges Thema im Leben von Ernst Barlach, er war ein passionierter Briefeschreiber. Es sind über 2000 Briefe erhalten, die Ende 2019 neu erschienen sind und sie geben einen großen Einblick in das Leben des Künstlers, der vor allem in den frühen Jahren, in denen wir uns hier jetzt noch befinden, an seinen Jugend- und Schulfreund Friedrich Düsel stets berichtete, was er erlebte. Es entstanden keine plastischen Arbeiten in Paris. Barlach zeichnete viel, er füllte Skizzenbücher, die wir eben hier in großer Zahl, über 30 Skizzenbücher, zeigen wir in der Ausstellung. Er nahm das Leben auf der Straße wahr, in Bewegung, er schuf Stadtszenerien, aber auch einzelne Menschen, kolorierte diese Zeichnungen. Und es entstand ein Selbstporträt, also das Antlitz des Künstlers, er selbst, die Auseinandersetzung mit ihm war, wiederholt auch Thema für ihn. Er nahm sicherlich auch die Kunst der Zeit in Paris wahr, man weiß, dass er den Louvre besuchte. Inwieweit er sich jetzt mit dem großen Bildhauer Auguste Rodin zu der Zeit befasste, sei dahingestellt. Man muss schon sagen, dass natürlich in der Formensprache, wie sie sich dann später bei Barlach entwickelt, kein größerer Unterschied zu einem Bildhauer wie Rodin entstehen könnte. Es entstand etwas ganz Besonderes in der Pariser Zeit. Barlach schuf ein Gemälde, das einzige Gemälde, was wir kennen in seinem Werk. Und er zeigte, er inszenierte sich hier als Maler, möchte man meinen, und er schrieb dann auch an Friedrich Düsel wiederum, seinen Freund, also ich kaufe mir jetzt Farbe und werde das Malen ausprobieren und ich werde es keinem erzählen und wenn es nicht gelingt, dann kann ich es wieder lassen. Nach seiner Zeit in Paris, die er sich leisten konnte, weil er früh halbwaise geworden ist, sein Vater starb, hinterließ aber ein gewisses Erbe, was er aufwendete, um den Aufenthalt in Paris zu finanzieren. Er kam zurück und musste nun Geld verdienen. Er tat dies mit Illustrationen für die Zeitschrift Simplicissimus beispielsweise. Er zeichnete viel. Wir sehen hier viele Zeichnungen, die unter dem Einfluss der Zeit, der Kunst der Zeit entstanden sind. Sie sind sehr dem Jugendstil verpflichtet. Barlach schuf aber auch, war beteiligt wiederum mit einem Kommiliton, mit dem er schon in Hamburg studiert hatte, der ihn auch nach Dresden begleitet hatte, Karl Garbers, bauplastische Arbeiten. Er war tätig am Hamburger Rathaus, am Rathaus für Altona und er schuf Grabplastik, beispielsweise 1902 für den Konsul Möller-Jahrke, dessen Sohn frühzeitig verstorben war. Und hier wiederum orientierte er sich formal an etwas, was er in Paris gesehen hatte, das Monument aux Morts beispielsweise von Albert Bartholomé.
Ab 1904 war Ernst Barlach für die Keramikmanufaktur Mutz in Hamburg tätig, die ihrerseits viel experimentierten mit neuen Glasuren, mit Farbigkeit in den Gefäßen, die sie verkauften. Und Barlach wurde beauftragt, an diesen Gefäßen Gefäßhenkel zu gestalten, die er mit diesen, wie wir hier sehen, sehr fantasievollen Masken versah. Es entstanden Bildnisse, wiederum auch andere keramische Arbeiten, mit denen Barlach versuchte, seinen Lebensunterhalt zu sichern. Er war eine kurze Zeit als Lehrer dann wiederum in Höhe im Westerwald beschäftigt, auch an einer Keramik-Gewerbeschule, was ihn aber relativ unzufrieden zurückließ. Als Lehrer betrachtete er sich nicht. Er zog nach Berlin, er wechselte nach seiner Rückkehr aus Paris häufiger den Wohnort, zog letztendlich nach Berlin, aber war von künstlerischen Selbstzweifeln geprägt bis 1906. Er führte eine Liebesbeziehung mit einer Frau, die Modell stand, als Näherin tätig war, Rosa Schwab, die schließlich schwanger von ihm wurde. Das war 1906, als Barlach sich entschloss, gemeinsam mit seinem Bruder Nikolaus zum Bruder Hans ins südliche Russland zu reisen. Und das ist ein großer Wendepunkt in seinem Schaffen, denn hier findet er zu dem, was dann sein Werk ausmachen wird, so wie wir es kennen. Denn bisher haben wir viele Dinge gesehen, die sein Jugendwerk darstellen, mit vielen Zeichnungen, die dem Jugendstil verbunden sind und auch diesen keramischen Arbeiten, die vielleicht die wenigsten mit Barlach tatsächlich verbinden. Er reist im August bis September 7 Wochen lang ins südliche Russland, in die heutige Ukraine. Er trifft dort seinen Bruder. In der Zwischenzeit, während dieses Aufenthalts, wird der gemeinsame Sohn geboren, den Barlach nun mit Rosa Schwab hatte. Und er nimmt in Russland die Landschaft wahr und die Menschen. Und das ist das, der Gegenstand, der ihn unglaublich prägt. Er zeichnet sehr viel, auch wieder im kleineren Format, füllt seine Skizzenbücher und nimmt dann diese Themen aber auch gerne wieder auf, führt diese Zeichnung im größeren Format später auf. Es entstehen direkt im Anschluss an diese Reise, er kehrt 1906 zurück, die ersten plastischen Arbeiten, die wir hier sehen, Blinder Bettler mit Schale beispielsweise und die russische Bettlerin mit Schale. Auch dies sind noch keramische Arbeiten, also das ist das Material, mit dem Barlach sich bis zu der Zeit 1906 beschäftigt hat. Nichtsdestotrotz gelangt allmählich und langsam und zu der Zeit 1906 ein Material in den Mittelpunkt seines Schaffens, beginnt immer mehr in den Vordergrund zu rücken, und das ist die Auseinandersetzung mit Holz. Aber dazu gleich mehr. Zunächst zu diesen Arbeiten. Barlach stellte sie 1907 aus, als er zurückgekehrt war. Und das ist der Beginn seines Erfolges, denn diese Arbeiten werden wahrgenommen. Zum einen durch das Thema, natürlich, es sind Bettlergestalten, es sind die am Rande der Gesellschaft stehenden, die marginalisierten Menschen, die er dort in Russland gesehen hat und die für ihn jetzt das große Thema werden. Auch gelobt wird in der zeitgenössischen Kunstkritik der formale Aufbau dieser Figuren. Das sehen wir hier. Das Blockhafte, die Vereinfachung der Form, die Vereinfachung des Umrisses ist das, was man ab dieser Zeit im Schaffen Ernst Barlachs wiederfindet. Diese Gestalten, diese Bettlergestalten, die Bauern, die Landarbeiter finden sich in vielen Zeichnungen wieder. Und das ist das, womit Barlach Erfolge feiert. Er kehrt zunächst nach Berlin zurück. 1908 lernt er einen Künstlerkollegen kennen, August Gaul, der ihn vermittelt zu dem Galeristen und Kunsthändler Paul Kassierer. Das ist eine sehr glückliche Begegnung für Ernst Barlach, denn Paul Kassierer nimmt ihn unter Vertrag. Das heißt, es wird sein Lebensunterhalt gesichert. Gemeinsame Sohn wurde geboren in der Zeit, als er in Russland war, das sagte ich gerade, und Barlach fühlt sich verpflichtet, er möchte nicht mit dieser Frau eine Beziehung eingehen, auch keine Ehe führen, weil die sozialen Bedingungen doch zu unterschiedlich sind, aber er fühlt sich verpflichtet, das Sorgerecht für den Sohn Nikolaus zu erstreiten, das tut er vor Gericht, und ab 1908 ist Barlach sozusagen als alleinerziehender Vater zu betrachten.
was vielleicht nicht ganz stimmt, da seine Mutter, also Barlachs eigene Mutter, ihn Zeit seines Lebens bis zu deren Tod 1921, ihrem Freitod 1921 begleiten wird. Wir haben hier ein ganz frühes Beispiel der Arbeiten Ernst Barlachs mit Holz. Das ist das ein Weihnachtsgeschenk für seinen Sohn aus dem Jahre 1908, der sogenannte Gruvelmann. Es bezieht sich auf ein plattdeutsches Gedicht von Klaus Groth. Also hier sieht man eben schon, dass Barlach sich anfängt, intensiv von ganz kleinen Arbeiten zu etwas größeren mit dem Holz zu beschäftigen. Wie kommt er zu dem Holz? Es ist, wie gesagt, gehörte nicht zu der akademischen Ausbildung, wie sie in Dresden absolviert wurde. Holz ist ein relativ unakademisches Material. Natürlich hat es eine mittelalterliche Tradition. Aber Barlach sucht etwas, ein Material, mit dem er seinen Ideen, Gestalten am ehesten Ausdruck verleihen kann. Dieses relativ unwertvolle Material, wie es scheint, passt eben auch zu den Gestalten, die Barlach darstellen möchte. Dazu komme ich vielleicht gleich nochmal zurück. Wir sehen jetzt hier zwei Figuren, die auch früh entstanden, 1909, als Barlach sich in Florenz aufhielt. Er bekam ein Stipendium an der Villa Romana in Florenz, vermittelt von Max Liebermann und Max Klinger und hielt sich dort überwiegend in deutscher Gesellschaft auf. Es entstanden direkt vor Ort diese beiden Sterndeuter, wie wir sie hier sehen, gefertigt aus italienischem Nussbaum. Ein Thema, das für Barlach von Bedeutung war, die Auseinandersetzung mit einer höheren Macht beispielsweise, mit dem Universum. Der Mensch betrachtet das Universum. Das sehen wir hier eben in diesen beiden unterschiedlichen Körperhaltungen. Erstaunlicherweise hatte Florenz als solches, die Kunst der Renaissance und die Landschaft, wenig Einfluss auf Barlach. Und das spiegelt sich eben auch in seinem Werk wieder. Es ist nicht klassisch, es ist nicht der Renaissance verhaftet, sondern es ist wirklich so, dass Barlach seine Themen und Motive in Russland fand und dort in diesen Menschen, die ihn wirklich begeistert und geprägt haben. Er kommt aus Florenz zurück und entscheidet sich, nach Güstrow überzusiedeln. Ein kleiner Ort im Norden Deutschlands, Mecklenburg, idyllisch gelegen. Und ab 1910, nach seiner Rückkehr aus Florenz, übersiedelt er also nach Güstrow, gemeinsam mit seinem Sohn natürlich und seiner Mutter. Hier in Güstrow verbringt er die nächsten 28 Jahre bis zu seinem Tode im Jahre 1938 und es entsteht sein großes Werk mit etwas über 100, mit etwa geschätzten 100 Holzskulpturen, von denen sich 80 erhalten haben, unendlich vielen Zeichnungen, Lithografien, Holzschnitte, Grafiken. Barlach schreibt auch Dramen und Prosawerke. Es ist die kreativste Zeit und es ist die große Zeit seines Erfolges, muss man sagen. Er war beteiligt auf vielen Ausstellungen im Inland, auch im Ausland. In seinen Jahren in Güstrow entstehen eben die wichtigsten Arbeiten. Er widmet sich gerade diesen Gestalten, den Marginalisierten der Gesellschaft, den Bettlerfiguren. Er richtet das Wesentliche, seinen Blick auf den Ausdruck des Menschen, seine inneren Befindlichkeiten. Das macht ihn natürlich auch zu einem expressionistischen Bildhauer. Er zeichnet viel und die Zeit des Krieges verbringt er auch in Güstrow. 1914 ist er ähnlich wie viele seiner Künstlerkollegen begeistert vom Kriegsausbruch, stellt aber jedoch bald fest, im Angesichts des Elends, den der große Krieg mit sich bringt, dass diese Begeisterung natürlich fehlgeleitet ist. Barlach entwickelt sich zum Pazifisten und das findet man auch in den Zeichnungen wieder, die entstehen zu der Zeit. Er zeichnet bettelnde Gestalten, Gefangene, er zeichnet Soldaten, auch wenn er selbst eben nicht mehr im Krieg, in den Krieg eingezogen wurde, ist zu der Zeit eben schon 44 Jahre alt, 1914. Er verbringt die Zeit zunächst in Güstrow, in Betreuung eines Kinderhortes, geht dann nach Sonderburg, wird dort noch ausgebildet als Sandsturmsoldat und dort sieht er wirklich dieses Elend des Krieges mit eigenen Augen. Seine Auseinandersetzung damit findet auch nach dem Krieg ihren
Ausdruck beispielsweise in einer solchen Figur, die der Moses mit den Gesetzestafeln 1919 entstanden. Eine der größten, tatsächlich die größte Holzskulptur, die Barlach geschaffen hat. Alle anderen sind, das sehen wir, wenn wir uns hier umsehen, eher kleineren oder mittleren Formats. Barlach wurde, das sehen wir später in der Auseinandersetzung nach 1945, oft als religiöser Künstler, vor allem im Westen Deutschlands, gedeutet. Er selbst war nicht religiös, nicht im christlichen Sinne. Deswegen ist dieser Moses, wie viele andere Gestalten, die möglicherweise religiös zu deuten sind, als etwas Allgemeinmenschliches zu betrachten und hier in dem Fall eben auch in direkter Auseinandersetzung mit den Auswirkungen des Krieges. Denn Moses zeigt die Gesetzestafeln mit einem Gebot, du sollst nicht töten. Und das ist etwas natürlich, was der große Krieg in dramatischer Weise mit sich gebracht hat, mit großen Veränderungen in der gesamten europäischen Zivilisation, nicht nur der europäischen. Die Holzskulptur natürlich ist das Herzstück der Ausstellung, das sagte ich bereits. Barlach arbeitet sich daran ab. Es ist vielleicht auch so, dass er gerade durch das mühevolle, mitunter sehr mühevolle Abarbeiten auch seinen Gestalten entsprechen möchte, den Themen seiner Gestalten. Die Werke sind formal beruhigt zum Teil. Es entstehen beispielsweise 1923 entsteht dieses Werk, Weinende Frau, ganz grafisch anmutend, sehr reduziert, sehr vereinfacht. Und diese Haltung, der Ausdruck der Gefühle, das Weinen, das in sich zurückgekehrt sein, ebenso wie das Ausdrucksstarke, das Ausbrechende, findet sich eben in vielen dieser Werke wieder. Eine der besonderen Leihgaben aus dem Ernst-Barlach-Haus in Hamburg, das der Kooperationspartner unserer Ausstellung ist, ist dieser Fries der Lauschenden. Ein weiterer wichtiger Leihgeber neben einigen privaten ist natürlich die Ernst-Barlach-Stiftung in Güstrow. Wir haben hier also, wir sind sehr froh und dankbar und wissen, dass es natürlich schweren Herzens für die Leihgeber ist, so lange für die Dauer der Ausstellung jetzt auf diese großartigen Werke zu verzichten. Der Fries der Lauschenden ist ein sehr spätes Werk von Ernst Barlach, gehört mit zu den letzten, wobei er schon früher damit begonnen hat. Er beteiligte sich 1926 an den Entwürfen für ein Ludwig van Beethoven-Denkmal für Berlin, das dann nie zur Ausführung kam. Dieser Wettbewerb wurde abgesagt. Barlach hatte etwas entworfen und diese Relieffiguren waren angelegt zur Verzierung eines Sockels für diesen Beethoven, wie er sich das gedacht hatte. Er führte drei dieser Figuren aus, die dann in seinem Atelier standen. Und nachdem sein Kunsthändler Paul Kassierer verstorben war, heiratete dessen Frau Tilla Durieux, die Schauspielerin, erneut. Und der Ehemann Ludwig Katzenellenbogen erneuerte den Auftrag für diesen Fries der Lauschenden, der vorgesehen war, dann zur Ausgestaltung des Musikzimmers von Tilla Durieux. Die Zeiten änderten sich. Im aufziehenden Nationalsozialismus emigrierten Tilla Durieux und Ludwig Katzenellenbogen in die Schweiz, ein Thema, auf das wir auch noch wieder zurückkommen, Barlach und der Nationalsozialismus, sodass dieses Werk unvollendet in seinem Atelier zurückblieb. 1934 schließlich wurde Hermann F. Remsmar auf Ernst Barlach aufmerksam und besuchte ihn in Güstrow. Das Resultat dessen war eine große Sammeltätigkeit Remsmars, dessen Sammlung dann 1962 öffentlich zugänglich gemacht war mit der Eröffnung des Ernst-Barlach-Hauses in Hamburg. Das erste Werk, was Hermann F. Remsmar 1934 in Güstrow erwarb, direkt von Barlach, war der Erskine, das Hauptmotiv unserer Ausstellung. Und er erneuerte den Auftrag für den Fries der Lauschenden hier hinter mir, was Barlach zu der Zeit in einer schon sehr finanziellen Bedrängnis, in einer vereinsamten Lage befand er sich mittlerweile in Güstrow, doch eine große finanzielle Unterstützung war und auch eine Würdigung, sehr späte weiterhin Würdigung seines Werkes in der Zeit des Nationalsozialismus, in der er bald als entarteter Künstler galt.
Bisher haben wir uns chronologisch durchs Barlachs Leben gearbeitet. Hier befinden wir uns jetzt einem besonderen thematischen Aspekt in seinem Schaffen, nämlich das Thema des Denkmals. Barlach schuf ab 1921 unterschiedliche Denkmale. Es war eine Zeit, besonders 1928, nach dem 10-jährigen Kriegsende, das gefeiert wurde, eine Zeit, in der eine Vielzahl von Denkmälern in ganz Deutschland aufgestellt wurden, mit unterschiedlichen Ansprüchen. Sie dienten überwiegend zur Verherrlichung, zur Würdigung der gefallenen Soldaten zwischen 1914 und 1918. Und was Barlach hier, sie wurden oft als einfache Findlinge gestaltet, als Stelen, versehen mit Eichenlaub oder Stahlhelm. Manchmal waren sie auch figürlich. Und Barlach brachte ein vollkommen neues Element hinein, dass es eben nicht um die Verherrlichung ging, sondern um die Trauer und die Würdigung, die Darstellung der großen Verluste, die zwischen 1914 und 1918 erlitten wurden. Das bekannteste Denkmal ist mit Sicherheit der schwebende Engel im Dom zu Güstrow. Wir haben hier das Modell, das kleinformatige Modell für diesen Bronzeguss, der sich dort in einem dritten Guss in der Kirche in Güstrow, im Dom von Güstrow, befindet. Es war Barlachs übliche Arbeitsweise, für jede seiner Arbeiten, auch die Holzskulpturen, immer erst ein Gipsmodell herzustellen und das dann in Holz zu übertragen, beziehungsweise wie jetzt in dem Fall für den Güstrower Engel, in Bronze gießen zu lassen. Er hat gesagt, mir ist zufällig das Antlitz von Käthe Kollwitz in den Engel hineingeraten. Man kann es sehen, wir haben hier den Abguss, den Teilabguss dieses Kopfes, eine Bronze, die auch über dem Sterbebett von Ernst Barlach hing, 1938. Daneben ein Selbstporträt von Käthe Kollwitz, in dem diese Ähnlichkeit schon deutlich wird. Es ist jetzt nicht so, dass es alleine ein Porträt sein soll, sondern Käthe Kollwitz galt zu der Zeit als Inbegriff der trauernden Mutter, denn natürlich hatte sie in der ersten Kriegswoche 1914 ihren Sohn bereits verloren, der gefallen war. Barlach ging es nicht, wie gesagt, um die Verherrlichung des Krieges. Es war eine innere Verpflichtung. Er bemühte sich selbst um diese Errichtung des Denkmals im Güstrower Dom, denn die Kirchengemeinde hatte eigentlich vorgesehen, nur einen einfachen Felsen, einen Findling neben der Kirche zu errichten. Aber es war ihm wirklich ein inneres Bedürfnis, auch zu sagen, diese Verinnerlichung, die Trauer steht im Vordergrund und nicht der kampfbereite Soldat. Viele dieser Denkmäler wurden nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten sofort aus den öffentlichen Bereichen entfernt. Das betrifft den Geistkämpfer in Kiel beispielsweise, das Magdeburger Ehrenmal, aber genauso den schwebenden Engel im Güstrower Dom. Es begann eine harte Zeit für Ernst Barlach. Barlach geriet sehr bald in Konflikt mit dem Regime. Seine Auseinandersetzung, das Thema der russischen Menschen geriet in die Kritik der nationalsozialistischen Rasse- und Kulturpolitik. Man versuchte zunächst, ihn zu vereinnehmen, und selbst Josef Goebbels hatte 1924 noch gesagt, Barlach sei einer der besten Bildhauer Deutschlands, was sich dann sehr bald änderte. Barlach galt bald als entarteter Künstler. Wie gesagt, es war gerade die Auseinandersetzung mit dem russischen Menschen, der den Vorwurf des Kulturbolschewismus einbrachte. Er wurde überwacht, saß vereinsamt in Güstrow, hatte 1931 sein neues Atelierhaus gebaut, das heißt, er hatte sich auch verschuldet und hatte zu der Zeit keine Einnahmen mehr. Das heißt, es ist eben auch ein großer Glücksfall für ihn persönlich gewesen, dass er 1934 Hermann F. Remsmar kennenlernte, der durch den Ankauf vieler Werke Barlachs Lebensunterhalt zu dieser Zeit, 4 Jahre vor seinem Tod, doch noch sichern oder unterstützen konnte. Es entstanden viele Werke, die sich thematisch mit dem Nationalsozialismus auseinandersetzen. Barlach ließ sich nicht vereinnehmen, nur einmal, kann man sagen, strauchelte er. Er unterzeichnete den Aufruf der Kulturschaffenden, nicht aus voller Überzeugung für den Nationalsozialismus heraus, sondern schon in dem Gedanken, die Freiheit der Kunst damit zu unterstützen. Und das ist ein Gedanke, der für ihn wichtig und prägend war,
worüber er sich bereits 1933 im Januar äußerte in einer Rundfunkrede Künstler zur Zeit, wo es ihm wirklich darum ging, für die Freiheit der Kunst einzustehen und auch einzutreten. Barlachs Werke wurden ab 1937 beschlagnahmt in den deutschen Museen, insgesamt etwas über 340 Werke. Es betraf auch die Skulpturensammlung hier in Dresden. Einige Werke sind erhalten geblieben, beschlagnahmt, wurde eine Porzellangruppe, eine Bronze und auch eine Holzskulptur, nämlich das Frierende Mädchen von 1917, die 1920 für die Skulpturensammlung erworben wurde. Auch hier setzte sich Barlach mit den Auswirkungen des Ersten Weltkrieges auseinander. Das frierende Mädchen, hungrig offensichtlich, wenig Kleidung, ist den Folgen dieses Krieges ausgesetzt. Dieses Werk wurde beschlagnahmt 1937. Barlach lebte ab 1926, nein, sagen wir, er lernte 1926 das Ehepaar Marga und Bernhard Böhmer kennen, die nach Güstrow zogen. Es entwickelte sich eine Liebesbeziehung zwischen Marga Böhmer und Ernst Barlach, und der erst sehr spät in seinem Leben tatsächlich eine glückliche Beziehung zu einer Frau führen konnte. Das Ehepaar Böhmer ließ sich scheiden. Nichtsdestotrotz blieb Böhmer so etwas wie ein Sekretär für Ernst Barlach. Er half ihm bei der Umsetzung des Magdeburger Ehrenmals, in der Ausführung dieser Holzskulptur. Und Bernhard Böhmer gehörte zu den drei Kunsthändlern, die nach 1937 als entartet beschlagnahmter Kunst handeln durften. So sorgte er dafür, dass einige Werke Barlachs wieder zu ihm zurückkehrten. Und Barlach selbst sagte, er ist mein guter wie mein böser Engel. Natürlich ist es moralisch fragwürdig. Bernhard Böhmer bereicherte sich immens am Verkauf bestimmter Werke, aber letztendlich sorgte er auch dafür, wenn man es positiv betrachtet, dass Werke erhalten geblieben sind und nicht zerstört wurden. So auch das frierende Mädchen, was von Hermann F. Remsmar dann später erworben wurde. Viele dieser Werke beschäftigen sich mit einem düsteren Blick in die Zukunft, muss man sagen, wie die Mutter und Kind von 1935, der Zweifler beispielsweise oder der Mann im Wind, über den Barlach selbst hatte gesagt, ich ziehe lieber den Hut in die Stirn, als römische Armgesten zu vollziehen. Barlach stirbt 1938, das heißt eine Rehabilitation seiner Kunst, seiner Person wird ihm zu Lebzeiten nicht mehr zuteil. Das soll die Rezeption allerdings seines Werkes, setzte schon früh nach 1945 ein, in beiden deutschen Staaten. Zunächst galt er im Osten als formalistisch. Das endete sich dann schließlich 1951 mit einer großen Ausstellung, die ihm in Berlin, in der Akademie der Künste, gewidmet wurde. Es war der große Unterstützer, Befürworter Bertolt Brecht, der Barlachs Kunst besonders schätzte und was auch dazu führte in seiner Sichtweise, einige Figuren Barlachs, wie den Melonenesser beispielsweise, den wir auch vorne in der Ausstellung haben, mit dem Idealbild des sozialistischen Menschen gleichzusetzen oder zu sagen, Mensch, seht her, das könnte sogar einer von uns sein. Diese Rezeption setzt sich fort, humanistisch geprägt, zum Teil marxistisch, leninistisch gedeutet im Osten. Barlachs Wohnort Güstrow, das Atelier wird zur Gedenkstätte der DDR eingerichtet, sein Nachlass wird verwaltet, wissenschaftlich bearbeitet, publiziert. Barlach wird zu einer großen Identifikationsfigur im Osten Deutschlands. Im Westen erfolgt die Deutung zum Teil in sehr religiösem Maße, was wie gesagt eigentlich nicht Barlachs Intention gewesen ist, und eine nach seinem Tod in Auftrag gegebene Herstellung von kleinformatigen Bronzen beispielsweise, die zur Zeit seines Lebens eigentlich eine kleinere Rolle gespielt haben, führt auch dazu, dass das Werk Barlachs oder seine künstlerische Handschrift fehlgedeutet wird. Denn, wie gesagt, er hat sich überwiegend immer als Holzbildhauer verstanden. Und damit, liebe virtuelle Besucher, sind wir am Ende der Ausstellung angelangt. Wir hoffen natürlich sehr,
dass es bald zu einem Wiedersehen mit Ernst Barlach hier direkt vor Ort in Dresden im Albertinum kommen kann. Und ich stehe hier deswegen vor einer Skulptur, vor der Holzskulptur Ernst Barlachs mit dem Titel Das Wiedersehen aus dem Jahre 1926. Wir hoffen also wirklich, dass wir bald wieder öffnen können und Sie in den Genuss dieser Ausstellung kommen werden.